plötzlich, völlig unerwartet, aus dem Leben gerissen, Waltraud Steinberg. Geliebte Mutter, beste Freundin, beinahe Ehefrau. Brutal und grausam hat das Schicksal zugeschlagen. Die Welt trauert um sie. Der Schmerz ist unermesslich. Das weite Leben unvorstellbar. Eine Farce. Geliebt und bewundert von allen. Unersetzlich in ihrer Weisheit und Demut. Waltraud Steinberg hinterlässt eine Lücke, die nicht zu schließen ist. Na, geh bitte. Jetzt trinkbar. Also die Alte, wenn wir uns voll lassen. Walli. Walli. Was hat sie denn auf einmal? Walli. Oh, ruf den Arzt, ja? Ruf die Schwester. Alles bestimmt deine Knopf. Du musst es doch Maria, das Bett bewegt sich. Bitte. Den Knopf, wenn der durchdreht. Maria, hör auf, dass es deinen alles Knopf gibt. Kannst du einfach. Ich wollte doch nur den Knopf drücken. Oh, es bewegt sich. Entschuldigung, Entschuldigung. Wie ich es mache, mache ich es falsch. Ich wollte wirklich nur helfen. Oh Gott. Geht's wieder? Oh Gott. Ich habe einen Traum gehabt, einen heftigen. Du musst mehr Wasser trinken, das so schwemmt die bösen Träume weg. Doof, wenn man dauernd aufs Klo muss. Was hast du denn geträumt? Keine Zeit mehr hat zum Träumen. Dass ihr alle auf meinem Grab getanzt habt. Was? Probleme? Frau Steinberg, was ist denn los mit Ihnen? Alles gut. Sie schwitzen ein bisschen, hm? Ja. Ist alles gut? Ja. Na gut, dann schauen wir mal, wie hoch Ihr Puls ist. Hm? Ich komme gleich. Schwester Anna! So, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich darf Sie heute in meiner Funktion als Bundeskanzler darüber informieren, dass ich mich mit der hochgeschätzten Vizekanzlerin und der Finanzministerin Hanna-Lena Meyer über einen Zeitplan für die Pensionsreform geeinigt habe. Die Details werden die Ministerien ausarbeiten und spätestens Ende nächsten Monats in den Ministerrat einbringen. Die wesentlichen Grundzüge werden die Verankerung, die gesetzliche Verankerung der Gleichsetzung des Einkommens und des Pensionsantrittsalters. Alles ein alter Schaß. Suchst du das? Was, Mama? Mama, bleib stehen. Nein. Jetzt gib mir das. Gib das her. Mama, jetzt gib nein, mir das. Nein, das Papier. Woher hast du dieses nicht Geld? Ja, woher wohl das Papier? Ja, nein, ja. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt bist du so alt und immer noch so kindisch. Geht es doch wirklich zu blöd. Ja, was heißt zu blöd? Du bist zu blöd. Um Geld zu verdienen. Oh. Oh Gott. Mama, bitte hilf mir auf. Aber das ist nicht mehr lustig. Bitte. Das tut weh. Das tut sehr weh. Sehr, sehr weh. Vielleicht sogar noch ein sehr mehr. Soll ich die Rettung rufen?
Oder gleich dem Pfarrer? Es ist mir wurscht. Rettung! Ja, normalerweise kommen die in 10 Minuten, wenn sie es gehört haben. Oh, du bist so... Gemein? Ja. Bös? Ja. Geschissen? Ja. Ja. Sehr lustig, dass gerade du das sagst, wo du gerade deiner armen alten Mutter das bisschen Rente stehlen wolltest. Meine arme alte Mutter hat mir 100.000 Euro gestohlen. Geh halt arbeiten. Wie denn? Bin ein Krüppel. Oh je, seit 30 Sekunden. Aber damit du siehst, dass ich doch ein Herz habe, gebe ich dir was ab. Hm? Nein, nein, Mama, bitte nicht. Lass das. Noch was? Und winkt jetzt ab. Hör auf, das ist grausig. Wieso denn? Früher, wie du klein warst, hast du das sehr gern gehabt. Wenn du einen dreckigen Mund gehabt hast und ich das Taschentuch so rausgeholt habe und drauf gespuckt habe, so. Und dem kleinen Schlawiner die Mundwinkel sauber gewischt habe. Ich habe immer noch den grauslichen Geschmack von deiner Spucke in meinem Mund. Das ist ein Hunderter, kannst du behalten. Mama? Ja? Ich war als Kind übrigens gar kein Bettmesser. Ich habe absichtlich ins Bett geschifft, damit du sauber machen musst. Du lügst. Nein, tue ich nicht. Ich habe mich sogar absichtlich aufs Nachtkastel gestellt, in den hohen Bogen reingebrunzt, damit auch alles schön nass wird. Ich habe dich immer verprügelt, wenn du ins Bett gemacht hast. Ja, aber das war es mir wert. Arschloch. Oh!